Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Warframe-Video. Diesmal über unsere tollen Hackeweile hier. Ja, mit mir, dem Christoph. Und mir, dem Manuel, hallo. Die Bolt Ace sind Tonfas im Stil der Bolter oder auch der Bolto. Das ist eben einfach so eine Familie, wie wir es ja auch schon bei den Soma-Waffen haben. Und sie macht Durchschlagsschaden. Die Blaupause von den Dingern bekommt ihr ganz einfach im Shop. Das war es aber dann auch schon, was einfach ist. Um das Teil herzustellen, braucht ihr nämlich Cronen und eine Boltor. Dazu den Werten. Die Waffe macht 85 Schaden. Zum Vergleich, die Cronen macht 65 Schaden. Die Standardschadensart ist Durchschlag. Die Angriffsgeschwindigkeit sind 0,917. Ja, mal wieder hatten wir neulich schon. Angriffe pro Sekunde. Zum Vergleich, die Cronen haben 1,1, also eine ganze Menge mehr. Die Statuschance sind 25%, Crit-Chance 5%, Crit-Schaden leider nur mal 1,5, wobei die Crit-Chance auch nicht viel sind. Die Waffe hat leider Gottes keine Polaritäten, naja, was die ganze Sache um einiges schwerer macht. Die Stats-Polarität ist aber eine V, welche für die Zwillingskreuz-Stance passend ist, welche zurzeit, wenn die ich einzige irgendwas ist, verpasst oder? Darf, die einzige ist, ja. Naja, dann, was ist denn gut an der Waffe? Also, in irgendeiner Weise sind sie halt cool. Und, naja, sie sind eben in der Familie der Boltor-Dinger. Und, ja, der hohe Schaden ist natürlich gut. Auch eigentlich das mit der Statuschance. Aber ansonsten haben wir jetzt noch nichts hervorragend, außergewöhnlich Positives an denen festgestellt. Dann die Waffe am besten. Es macht natürlich Sinn, wie jede Waffe, die auf normalen Schaden zu modden, ist klar. Dann durch die hohe Statuschance adaptiert sich ein Elementar. Da würde ich jetzt dann auch die Event-Mods empfehlen. Einfach weil ihr dann eine extrem hohe Statuschance habt. Und sowas wie Virus macht dann einfach verdammt Spaß, weil der Gegner einfach nur noch halbes Leben hat. Deswegen ja, wie gesagt, Elementar. Und dann noch Angriffsgeschwindigkeit, weil, wie ja gerade schon gesagt, die da relativ langsam sind und da muss eigentlich ein bisschen mehr. Dann zum Schluss soll man sich das hier zulegen. Puh, ich weiß nicht, wir sind getrennter Meinung, also so gespaltener Meinung halt. Einerseits, ja, warum denn nicht? Andererseits, man braucht halt auch Cronen, um sie zu bauen. Ja, es ist auf jeden Fall keine schlechte Waffe. Vielleicht, wenn sie euch gefallen vom Aussehen oder so, oder euch Tonfas generell gefallen, baut sie euch. Wenn nicht, würde ich jetzt sagen, ist es nichts Außergewöhnliches. Und ja, heute sind wir mal kritisch. Also ich muss auch sagen, die Waffe gefällt mir persönlich jetzt nicht so unbedingt. Ist es sein? Klar, es sieht definitiv aus wie die Beute und das finde ich auch cool. Aber es spricht mich persönlich jetzt nicht so an. Und mir sind die Cronen immer noch um einiges lieber. Ja, obwohl die hier viel mehr Schaden machen. Aber, naja, sie kosten einfach viel mehr. Und deswegen hätte ich gesagt, bleibt erstmal bei den Cronen, bis ihr euch das wirklich leisten könnt. Und dann schaut sie euch mal an, weil schlecht sind sie definitiv nicht. Aber einfach eben nicht unsere Waffen. Ich glaube, dann war's das. Ich entschuldige mich hier, falls der Manuel etwas kratzt. Zumindest hat er sich bei mir kratzig angehört. Keine Ahnung, ob das auf YouTube genauso war. Und dann bis zum nächsten Video. Servus. Auch von mir, vielen Dank fürs Zuschauen. Wer von euch hat es halbwegs gefallen? Wenn es uns gefallen hat, wenn es uns... Ich habe es schon wieder geschafft, das war letztes Mal schon. Also mir hat es gefallen. Ihr dürft gerne liken, weil mir hat es gefallen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da. Abo, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und ja, wenn es euch nicht gefallen hat, sagt es mit einem Dislike. Aber sagt uns bitte auch, wieso. Dann werden wir uns darum kümmern, dass sich das verbessert. Ja. Naja, sei mir euch gefällt unsere Visage nicht, dann müsst ihr nicht disliken, da wird sich nichts ändern. Man sieht sich im nächsten Video. Ciao.